Ich wollte gerade schon sagen, hier direkt das nächste. Umstritten, nicht mehr lange. So. Oh. So, wer will mich bekämpfen? Niemand? Gut, dann kann ich ihn ja plündern. Oh, Steckbrief trifft sich sehr gut. Sind wir gleich erstmal wieder hier inkognito. So, der Hund, der hier die Kiste verteidigt, ist ausgeschaltet. Schloss knacken. Könnten wir eigentlich auch durch Befreiungsmission, ne? Da kriegen wir dann ja alle Schlüssel für das Gebiet, aber ich reg mich gerne auf, also warum sollte ich das nicht so machen, ne? Wie viel Kohle habe ich überhaupt? Königliche Pistole. Und 750, das bringt mich auf 22.186. Geil. Der Wahnsinnige, ja, das bin ich. Ups. So. Nein, ich will nicht zocken. Befreiungsmission will ich machen. Ich finde, das kann man jetzt mal gut so einschieben. So eine Befreiungsmission. Ist ja meistens relativ kurz sogar. Und außerdem kriegen wir dann wahrscheinlich noch einen neuen Schüler. Und neue Technik, die sie anwenden können, sozusagen. Wieso sind die auf einmal hinter mir her? Na egal. Egal. Bin eh gleich außerhalb deren, von deren Suchgebiet hier. So. Gleich, sie müssen inkognito sein. Ah, ein Glück. Ein Glück. So, ich habe gehört, wir befreien jetzt die Stadt hier, den Nordbezirk. Wir sprachen gerade über eure Erfolge. Das Militär scheint hinter euch her zu sein. Ich habe sie aufgeschreckt. Das macht unser Vorhaben nur noch schwerer. Der Mann, den wir jagen, hat sich versteckt. Und das im Schutz seiner Soldaten. Dann kämpfen wir uns zu ihm vor. Schier unmöglich. Selbst für einen Mann mit euren Fähigkeiten. Doch ich habe eine unkonventionelle Idee. Ihr seid unser Gefangener. Und wir präsentieren euch für das Kopfgeld. Na gut. Okay. Den Anführer der Templer töten. Ja, das können wir machen. Alter, wie viele Truppen sind hier auf einmal unterwegs? Ist ja heftig. Heftige Lage. Heftige Lage. So. Hier und dann die übernächste links. Nee, eigentlich müsste ich noch weiter. Mach ja auch. Nice, habe ich schon vier hier. Oder was? Ist der da oben? Oder was? Tatsache. Der ist tatsächlich da oben. Ich glaube nicht, dass er da oben sein sollte. Er schaut verwirrt aus. Am Arsch! Am Arsch! Alter, was soll denn die Kacknummer? Runter da mit dir! Komm her! Alter, was sind das für eine kleine Pissnake hier? Zack! Jawohl, ja. Na los, kommt nochmal da an Rand ran.
Och man, schieß doch nicht die ganze Mauer kaputt. Zack! Jawoll! Nice, kann ich den da runterholen. Geile Sache. So. Okay, noch 200 Meter. Oh, diese Kinderlache, ne? Oh, die macht mich halt so aggressiv teilweise. Okay, wie war das jetzt geplant mit dem Gefangen-Dingster, Bumster? Okay. Geheimeskorte. Das ist auch neu. Scharfschütze Geheimeskorte. Bürger, werdet Zeuge, was in meinem Teil von New York mit Rebellen. Nice! Diese Männer haben die Ausgangssperre. Das ist er? Dieser Häftling? Macht das einen Unterschied? Der Commander wird sich seiner annehmen. Ich wünschte, ich könnte zusehen. Geile Sache. Gut gemacht. Die zum Schutz der Bürger aufgestellt wurden, verdient die Todesstrafe. Wir wollen euch nicht kontrollieren. Nein. Na, schau her. Sie haben den Kerl. Gut gemacht, Kameraden. Oh Gott. Und Krieg sorgen. Die Bürger von New York müssen um jeden Preis beschützen. Ach so, scheiße. Oh Gott, sind die direkt ins Wasser gefallen hier? Alter, was? Was habe ich denn diese Scheißwaffe hier? Alter, weg mit dem Scheiß. Ich will das nicht. Was soll denn die Kacke hier? Meine Fresse nochmal. Habe ich jetzt hier so ein Bullshit? So, Waffen will ich hier mein Schwert haben. Aber rucki zucki. Pratze da einmal durch. Na los, komm her. Jawohl, selbst schuld, Trottel. Und tschüss. Oh, wehrt da wieder ab. Ja, das Übliche. Aber kein Ding für mich inzwischen mehr. Sehr schön. Dieser Mann, er dachte, er täte das Richtige. Jawohl. Genau wie seine Brüder. Wer war er eigentlich? Es gibt mächtige Gruppierungen, die Kontrolle wollen. Mehr nicht. Der Mann gehörte einer an. Das überrascht mich nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn ihr meine Hilfe braucht, würde ich mich glücklich schätzen. Wie einige immer so heftig Bauchrednern können, ey. Haben's voll drauf. So, den plündern wir natürlich noch. Volle Synchro. Ja, und nur ein paar von meinen Schülern sind einfach nur sauschwer verletzt, weil sie ins Wasser gefallen sind. So. Alles klar. Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier ganz gelandet? Naja, da unten gibt es auf jeden Fall eine Siedlungsmission. Bekanntheitsgrad 1, das gefällt mir nicht. Oh, haben sie ihren Kollegen da abgeknallt? Na los, greift mich an, Jungs. Na los. Haha! Bam, bam, bam! Alter, der wurde aber auch übel zugerichtet von mir gerade. Zack! Alter, jetzt sind sie alle verletzt. Zack! Yeah. Sehr gut. Jetzt muss ich nur meinen Bekanntheitsgrad irgendwie, naja, senken. Möglichst schnell. Aber das... Okay. Achso, der läuft vor mir weg.
bestechen wir noch den Pisser hier. So. Haben wir die Sache erledigt? Oh, guck mal, der läuft immer noch vor mir weg. Voll Panik hat er. So, General Store. Ach ja, hier sollte ich ja was kaufen, ne? Genau. Was schwebt euch vor? Kaufen. Normale Waffen, stumpfe Waffen, Verbrauchsmaterial. Bürgermissionsgegenstände. Hammerstiel aus Holz. Ebenholz, sogar. Und Hammerkopf aus gehärtetem Stahl. Okay, nicht schlecht. Verbrauchsmaterial, da gibt es nur das Übliche, ne? Ja. Ich hole mir mal Köder. Ein. Gucken wir mal bei normale Waffen rein. Gibt es wieder nichts Neues. Nichts Neues. Was sieht's, wie sieht's denn bei schwerer Waffe aus? Auch nicht. Feuerwaffen? Kann 3 Kugeln gleichzeitig verschießen. Hat aber 4 Läufe, oder was? Naja. Monturen habe ich, glaube ich, alles, ne? Alle bisher möglichen Karten dürfte ich auch alle haben. Jawohl. Gut. Dann gibt es hier nicht mehr zu erledigen. Dann kann ich wieder rausgehen. Hat Madrid durch wegen diesem Deserteur? Wie hieß er noch? Big Man oder so ähnlich? Okay. Big Dave. Hat eine ganze Einheit bei der Flucht erledigt. Er kann sich auf was gefasst machen. Okay. Schiebt ab, kleine Drecksplagen. Sonst seid ihr die Nächsten. So. Ach, schön. Da ist die nächste Hauptmission. Da gehe ich natürlich auch noch hin. Aber nicht jetzt. Denn jetzt erstmal Kuriermission. Ne, nehme ich später an. Ich mache jetzt erstmal hier die Almanach-Seite. Und da ist ja sowieso noch ein Ziel markiert. 400 Meter. Da sollte... Genau, Nägern sollte ich holen oder sowas, ne? Oder irgendwie sowas für die Schneiderin da. Du hast da oben nichts zu suchen. Bin ja schon weg. Runter da, sag ich. Juhu, Alter, ich liebe das. Habe ich das schon mal erwähnt? Oh, okay. Macht er da auf einmal einen Abflug nach unten. Juhu. So. Zack. Zack. Einer ist nicht mehr verletzt. Die anderen beiden sollten ja dann auch gleich, wenn die in etwa dieselbe Zeit haben, die sie brauchen, um wieder heile zu werden. Weil die sind ja kurz danach ins Wasser geplatscht. Genau. Und der letzte braucht dann noch ein Minütchen länger oder zwei. Igitt, das ist eine doofe Position. Ach, Fresse halten. Pimmelnasen. Yeah! Geil, wie gut das lief. Jawohl. Da hatte ich Glück. Und zack. Ja, lief selten so gut. Oh Mann. Juhu. Nice.